freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer. Ich bin Inhaber und Fototrainer bei der Fotoschule. Und du weißt, es gibt hier immer mal wieder Produktreviews. Es gibt welche, selten auch mal am Mittwoch statt einem Tutorial, aber ab und an auch mal wieder welche außerhalb der Reihe. Und heute ist es soweit. Als erstes muss ich dazu sagen, ich habe den Print nicht bezahlt. Den Print habe ich machen lassen bei ZOR, Z-O-R. Und die Kollegen haben mir einen Gutscheincode zukommen lassen, mit dem ich diesen Alu-Dibon-Print machen lassen konnte. Ich möchte dir jetzt ein bisschen was zu meinen Erfahrungen mit ZOR erzählen und auch ein bisschen was über den Print und vielleicht auch über das Bild, je nachdem und wie lange du zuschaust. Ich empfehle dir natürlich, wie immer, bis zum Ende dran zu bleiben, denn am Ende gibt es noch einen Gutscheincode, falls auch du bei ZOR bestellen möchtest. Und warum sich das lohnt, wie gesagt, das erfährst du jetzt und hier in diesem Video. Ich wollte dieses Motiv von Belvedere in der Toskana, ich halte das mal hier so rein, damit ihr sehen könnt, dieses Motiv drucken lassen und dann kam der doch relativ neue und auch, ich glaube, in Deutschland eher unbekannte Anbieter ZOR. Ich hatte jedenfalls von den Kollegen, wie gesagt, zor.com noch nicht gehört, auf mich zu und sagte, Achtung, wir haben hier ein richtig tolles neues Produkt, Alu-Dibond, zu einem richtig konkurrenzlosen Preis. Möchtet ihr das vielleicht mal auf unsere Kosten drucken lassen? Da habe ich gesagt, ja, das würde ich super gerne ausprobieren und habe mir den Gutscheincode schicken lassen. Das Ganze hier ist 60x90 und jetzt sind wir vielleicht bei der ersten Besonderheit auch schon, was ZOR betrifft. Die sind günstig und die sind sehr, sehr günstig. Diese 60x90, ich gucke mal hier parallel, könnt ihr auch sehen, hier ist das iPad. Dieses 60x90 kostet regulär 34,99 €. Und 34,99 € für 60x90 Alu-Dibond gedruckt. Das ist wirklich ein Hammer, finde ich. Ihr könnt auch hier auf der Rückseite nochmal gucken. Also es ist tatsächlich und ganz sicher hier auf Aluminium gedruckt. Ist ja sogar noch vom Trägermaterial die Herstellerfolie drauf. Und von daher, das finde ich wirklich einen wirklich knackigen Preis. Ich wüsste nicht, wo es das außer als totales Sonderangebot sonst so zu bestellen gäbe. Was könnt ihr bei ZOR generell bestellen? Ihr könnt Fotos auf Alu-Dibond bestellen, ihr könnt Fotos auf Acryl bestellen, auf Forex-Platten und auf normaler Leinwand. Das ist das, was ZOR im Programm hat. Und das Schöne, ich sag mal erstmal, wie die Bestellung so gelaufen ist, ist, man kann sich ein ICC-Profil runterladen. Das heißt, ihr könnt über die Softproof-Funktion in Lightroom schon mal sehen, wie die Farben anschließend auf dem Material sein werden. Und das hat bei mir ideal geklappt, sowohl mit der Installation als auch hinterher mit dem Abgleich. Das Bild kam so geliefert, wie ich es auch vorher in Lightroom für den Druck entwickelt hatte. Das Bild ist gemacht mit einer Olympus UMD und das ist eine Langzeitbelichtung mit diversen Filtern davor, also insbesondere mit einem relativ kräftigen Verlaufsfilter zum Sonnenaufgang oder deutlich vor dem Sonnenaufgang eigentlich in der Toskana im letzten Jahr, Fotoreise Toskana. Wisst ihr ja, Zusatzreise in diesem Oktober, da gibt es noch freie Plätze. Und da ist eben dieses Bild hier entstanden. Und ich bin dann ganz normal bei ZOR auf die Webseite, zor.com, habe das Bild über die Webseite hochgeladen. Das war sehr unkompliziert, muss man ganz klar sagen. Einfach einen Web-Upload gemacht und dann hieß es einfach nur noch warten. Dann hat es eine gute Woche gedauert. Ich glaube, ziemlich genau 7 Tage, dann bekam ich das erste Mal eine Versandbenachrichtigung. Ich bekam die Bestellbestätigung, dann bekam ich eine Versandbenachrichtigung, dass das Bild mit DPD versandt ist. Ihr wisst es, DPD ist nicht der Versender meiner Wahl, wenn ich gerne was anliefern lassen möchte, aber macht nichts. Ich bin eh jetzt im Homeoffice gewesen die Tage, also konnte das problemlos zugestellt werden und kam dann auch. Der vielleicht größte Nachteil ist, dass ZOR nicht in Deutschland sitzt, sondern in Belgien. Das heißt, ihr müsst ein bisschen mit Versanddauer rechnen und auch mit ein bisschen Versandkosten. Da gibt es 2 unterschiedliche Versandarten. Ich habe gerade mal für genau dieses Produkt nochmal nachgeschaut auf der ZOR-Seite. Das ist ein 60x90 Alu-Dibond. Das wiegt 2,5 Kilo. Das heißt, wir bewegen uns in der 2-3-Kilo-Klasse. Es kostet 8,99 €, wenn ihr einen Pickup-Versand vereinbart, also zum nächsten Paketshop. Und es kostet 15,95 €, wenn ihr es ans Haus liefern lasst. So, das muss man dazu wissen. Also dann relativiert sich auch ein bisschen der Einkaufspreis, aber Einkaufspreis ist trotzdem unfassbar günstig. Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Jetzt kam das Ganze hier angeliefert.
und zwar von DPD. Das war in einer großen Schachtel, so eine flachliegende Pappkarton, in dem der auch nochmal umreift war. Und in dem Pappkarton war das Ganze, der Druck selber in Noppenfolie eingeschlagen und drumherum war noch Eckenschutz und es gab diverse Abstandshalter innen an der Pappe angeklebt aus einem ordentlichen Schaum. Das heißt, es ist hier komplett unbeschadet angekommen, was ich erstmal wichtig für mich finde, weil ich möchte natürlich das im Zweifel aufhängen. Und wenn man das aufhängen möchte, dann ist es natürlich schön, wenn da keine Beschädigungen drauf sind. Gucken wir auf den Druck an sich. Der Druck an sich ist, ja, sehr schön geworden. Man darf nicht vergessen, ich habe sehr viele Pixel geschoben an der Aufnahme. Ich habe sehr viel aufgehellt, ich habe sehr viel nachbearbeitet, ich habe Farben ein bisschen übertrieben an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, es ist viel schon mit den Pixeln passiert im Vorfeld und trotzdem haben meine 20 Megapixel für diesen Druck völlig ausgereicht. Ich habe dann zwischendurch mal gedacht, hier, da, könnte vielleicht ein Kratzer sein, bis ich dann mal an die Originaldatei nochmal gegangen bin und gesehen habe, oh nee, das ist ein helles Hausdach, was da hinten direkt vor dem Hügel ist. Das heißt, ich kann keinen Makel feststellen. Ich finde die Printqualität großartig, finde die Oberflächenstruktur in diesem Matt sehr schön. Es gefällt mir ausgesprochen gut und es landet ganz sicher auch bei mir an der Wand. Also, ich würde, wenn ihr regelmäßig druckt, und ihr wisst es, eins meiner Credos ist, Bilder gehören an die Wand und nicht in den Lightroom-Katalog, dann würde ich an eurer Stelle für den großformatigen Druck auf speziellen Materialien der Firma Zorg gerne mal eine Chance geben, denn ich glaube, ihr werdet ausgesprochen zufrieden sein mit dem, was euch da geliefert wird, besonders zu dem Preis. Und ihr wisst es, ich laufe nicht immer dem günstigsten Preis hinterher, aber hier finde ich das wirklich beeindruckend, dass man für so kleines Geld so gute Printqualität und so schöne Materialien bekommt. Mit dem Gutscheincode, der jetzt eingeblendet ist, bekommst du 10% über einen kurzen Zeitraum noch zusätzlichen Rabatt. Auch das hilft dir sicherlich in deiner Entscheidungsfindung. Wenn du nicht ganz sicher bist, ob der Dienstleister für dich der richtige Druckdienstleister ist, dann bestell doch erstmal einen kleineren Print, lass dich überzeugen und dann bestellst du halt die nächsten Großformatiger, wie du möchtest. Was ich so ein bisschen vermisse, ist eine Aufhängungsmöglichkeit auf der Rückseite, aber da finde ich gleich eine Lösung für. Auf jeden Fall wird das Bild jetzt hier gleich im Haus aufgehangen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, schöne Ostertage und dann immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.